Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbrecht. Noch 33 Tage bis Ostern. Heute kommt Josef, der Mann von Maria, in den Blick. Der Josef, ein ja erstaunlicherweise doch sehr unbedeutender Charakter im Neuen Testament. Josef, die Namensbedeutung, sie heißt auf Hebräisch hinzugefügt. Ja, für ihn gilt das sehr deutlich. Gott hat etwas hinzugefügt in seinem Leben. Gott hat Jesus hinzugefügt in seinem Leben, ohne dass er viel dafür tun konnte, ohne viel Eigenbeteiligung. Dieser Mensch, Josef, er kommt aus Nazareth und die archäologischen Ausgrabungen zeigen, dass dieses Nazareth doch ein ziemlich kleines Nest gewesen ist, unbedeutend, wo man in felshöhlenartigen Behausungen gewohnt hat, wo es immerhin eine Wasserquelle gab, die den Lebensunterhalt gesichert hat. Und natürlich, Maria war dort auch bekannt als die Person, die das Wasser geholt hat. In so einem kleinen Ort kennt man sich eben. Er war ein, wir sagen heute Zimmermann, aber eigentlich war er ein Bauhandwerker, konnte natürlich auch mit Holz umgehen, ein praktischer Mensch. Und auf den Baustellen hat er gewiss nicht alleine gearbeitet, sondern mit anderen im Team zusammen. Und außerdem ist von ihm bekannt, dass er ein Zadik war, ein Gerechter. Das bedeutet, man kann sicher davon ausgehen, dass er die Religion des Judentums ernst genommen hat, dass er Gott ernst genommen hat, Jahwe ernst genommen hat mit den Verheißungen, die für das Volk Israel im Alten Testament ausgelegt worden waren, aber noch nicht erfüllt waren. Ein Mensch, der gewiss regelmäßig in die Synagoge gegangen ist und dort saß. Dieser Josef bekommt einen Traum, wo Gott ihm begegnet. Ein Traum, der es ihm fast unmöglich macht, ihn mit anderen Menschen zu teilen. Ein bisschen so wie der Josef im Alten Testament, der Träume bekommen hat von Gott, wichtige Gottesträume, und sie dummerweise geteilt hat, was nicht ganz so geschickt war. Josef hatte bestimmt nicht die Möglichkeit, mit irgendeinem Menschen über das zu sprechen, was Gott ihm im Traum mitgeteilt hat, nämlich die Maria in seine Familie aufzunehmen mit einem Kind, das nicht von ihm war, sondern von Gott. Also zu diesen beiden zu stehen und sie auf ihrem Weg zu begleiten und zu beschützen. Mit niemandem konnte er es teilen. Und das Wichtigste an ihm ist eigentlich, dass er in dieser wichtigen Rolle doch nicht so wichtig war. Er war die Person in der zweiten Reihe. Für Gott sind alle Menschen gleich wichtig. Und so ist das, was Josef tun konnte für Jesus, mindestens genauso bedeutend wie all das, was wir von Maria wissen. Für Gott ist es alles wichtig, egal ob du in der ersten oder zweiten oder dritten Reihe stehst. Er braucht dich, um sein Reich zu bauen. Er braucht nicht nur die erste Reihe, sondern auch die zweite. Und so bitte ich dich heute mal für deine Gemeinde, für unsere Gemeinde in Dilbrecht zu beten, dass die zweite Reihe gestärkt wird, dass da Menschen hinzukommen, die mitarbeiten. Denn ohne sie geht es nicht. Ohne uns alle geht es im Reich Gottes nicht. Nimm dir diese Zeit, um mit Jesus zu reden und lies auch die wenigen Verse nach, die im Matthäus-Evangelium stehen, und zwar Kapitel 1, Verse 18 bis 24 und Kapitel 2, die Verse 13 bis 15. Einen gesegneten Tag wünsche ich.